Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Darian LPI und ich begrüße euch zu A Bavarian Tale, Totgeschwiegen Kapitel 1. Ja, wir haben Totgeschwiegen Kapitel 1 schon mal gespielt hier auf dem Kanal. Damals im Livestream, zumindest teilweise im Livestream. Ich habe dann auch einen Teil Videos draus gemacht. Und ups. Defizikatsberichte. Einige Berichte für den oberbayerischen Ort Wolpertshofen sind unvollständig. Da hat der Kollege wohl wieder unsauber gearbeitet. Glücklicherweise hat mein Vorgesetzter, Herr Haller, mir einen Brief zukommen lassen. Jawohl, gut. Ja. Schmidt, Sie reisen bitte schon unverzüglich nach, wie heißt es gleich, Niederwolpertshofen. Ich weiß selbst nicht genau, wo das ist. Irgendwo auf dem Land eben. Transfer und Logis sind bereits organisiert. Untergebracht sind sie im Wirtshaus, das ist scheinbar in der Nähe der Kirche. In diesen kleinen Ortschaften ist am Ende doch alles in der Nähe der Kirche. Finden Sie die, finden Sie auch den Rest. Jedenfalls ist Herr Griesbacher, der dortige Bürgermeister, informiert. Er ist wohl ein etwas kurzatmiger Mensch, strapazieren Sie ihn um Himmels Willen nicht. Ohnehin wüsste ich nicht, wozu das nötig sein sollte. Ihre Aufgabe vor Ort sollte wahrlich keinen Bluthochdruck erzeugen. An sich ergänzen Sie lediglich die lückenhaften Physikatsberichte vom Kollegen Drexler. Gott hab ihn selig. Es ist mir schlicht unbegreiflich, wie man eine derart geradlinige Aufgabe so unzuverlässig erledigen kann. Gewiss hat er einmal mehr dem Bier und den Damen den Vorzug gegeben. So einen Herzinfarkt bekommt man schließlich auch nicht geschenkt. Also jetzt nochmals für Sie in aller Deutlichkeit. Sie laufen im Ort herum und fragen die Leute nach ihren Verhältnissen und das notieren und berichten Sie. Und zwar zügig und vor allem vollständig. Sie brauchen sich nicht zurück in die Stadt trauen, solange nicht jede Einzelheit zu den Menschen in diesem Ort erfasst ist. Der Major sitzt mir deswegen schon seit Wochen im Nacken und glauben Sie mir, den will man da wirklich nicht sitzen haben. Alle für Ihren Auftrag notwendigen Unterlagen finden Sie auf Ihrem Schreibtisch. Um Punkt 14 Uhr stehen Sie am Haupttor. Dort werden Sie abgeholt. Ihren freien Tag können Sie meinetwegen bekommen, wenn Sie zurück sind. Vielleicht auch die Stelle vom Drexler, sofern Ihre Arbeit zufriedenstellend ist. Dann werde ich auch bezüglich dieser Dienstwohnung ein gutes Wort für Sie einlegen, aber keine Versprechungen. Und dass mir ja keine Beschwerden kommen, Schmidt, ich verlasse mich auf Sie. Gezeichnet, Holla. Ja, gut, okay. Also das war dann mal der Brief, also der Inhalt vom Brief bezüglich unserer Aufgabe. Genau, also nochmal, wir haben das Spiel schon mal gespielt. Damals noch ohne den Titel Bavarian Tale. Es hieß damals nur Totgeschwiegen Kapitel 1. Da hat sich Funke Studio ein bisschen internationaler aufgestellt. Was ich nicht verkehrt finde, um Gottes Willen. Es ist ja richtig so, wenn man natürlich ein breiteres Publikum erreichen möchte. Worum geht's in dem Spiel? Wir sind ein Beamter des bayerischen Staates, bayerischen Landes. Ich weiß gar nicht, damals war es glaube ich noch der bayerisch. Nein, das Königreich Bayern war es damals noch. Es spielt irgendwann 1800, ich weiß nicht genau. Und ist ein Krimispiel. Das heißt, wir haben die Aufgabe bekommen. Wieso habe ich. Für was habe ich jetzt XP-Punkte gekriegt? Was? Okay. Okay, ich habe keine Ahnung, für was ich die jetzt bekommen habe. Ja, gut, egal. Ja, ich will weiterspielen. Dankeschön. Genau, auf jeden Fall sollen wir euch hier Physikatsberichte erstellen. Das, heute nennt man sowas, was soll ich damit? Okay, es hat sich einiges geändert. Das konnte ich damals noch nicht machen. Das ist cool. Auf jeden Fall geht es darum, dass in dem Ort Wolpertshofen, wo wir jetzt hinkommen, ist ein Mord geschehen und wir werden versuchen, diesen aufzuklären. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht mehr, ob wir das Spiel damals zu Ende gebracht haben. Ich könnte nachschauen. Die Playlist auf meinem Kanal ist ja leider auch dem Hackerangriff zum Opfer gefallen. Deswegen
Ich weiß nicht, in welche Richtung wir müssen. Egal. Ja, auf jeden Fall. Okay, hier dürfen und können und kommen wir nicht weiter, oder? Nein. Dann gucken wir mal kurz, was es hier so gibt. Auf jeden Fall war das Spiel, wie ich es gespielt habe, schon ziemlich cool. Es gab einige Updates und Bugfixes in der Zwischenzeit, das ist richtig. Ich bin gespannt, was sich da jetzt noch so alles getan hat. Also wie gesagt, das mit den Pilzen, das ist mir neu, das kenne ich auch noch nicht. Was für mich das Spiel halt ein bisschen besonders macht, was mir so ein bisschen den Spaß bereitet hat, das ist halt, das ist ein bayerisches Entwicklerstudio und das komplette Spiel ist halt richtig schön auf bayerisch gehalten, Dialekt und allem drum und dran. Mit Q kann ich mal ein Notizbuch öffnen, dort finde ich unter Steuerung auch die Tastaturbelegung. Okay, das sind nette Hinweise, die gab es so in der Form nicht damals. Ja, okay. Erledigt Personen, Orte und dann haben wir die Steuerung. Nichts weg. Ich wurde Moment. Ich sollte vorsichtig sein. Wachen werden nach mir suchen. Nichts wie weg. Ich wurde gesehen. Ich wurde gehört. Schnell weg hier. Hier bin ich in Sicherheit. Ich habe neue Skillpunkte. Okay, das ist interessant. Die gab es bei mir damals nicht. Skillpunkte. Inventar, Charakter und Skill. Okay. Ja, cool. Was haben wir denn? Ausstrahlung. Ausstrahlung ist der Eindruck, den du beim Gegenüber erwächst, um deine Fähigkeit, andere zu beeinflussen und zu beeindrucken. Okay. Ein höherer Wert bei Einfühlungsvermögen lässt dich in die Seele deiner Gesprächspartnerin blicken. Gesprächspartnerin? Gibt es da nur Frauen? Habt ihr das geändert? Na, ihr Schlingel. Du weißt, was sie bewegt, was ihre Hoffnungen und Ängste sind. Also alles, was du brauchst, um im entscheidenden Moment die richtigen Worte zu finden. Oder viel sagen, zu schweigen. Ja, alles klar. Scharfsinn. Ein hoher Wert im Attribut. Okay, dann müssen wir das uns später angucken. Ja, komm, lauf. Lauf, my boob, lauf. Ich bilde mir aber ein, dass der Weg damals in die Ortschaft gar nicht so weit war. Da haben wir viel näher am Ort angefangen. Aber es ist schön. Vor allem, schaut euch ja das an. Die Grafik ist halt echt... Die ist so genial. So, da stehen die Wachen. Okay, dann frag sie doch mal. An der Stelle, an der der Feldweg über den Brücke in den Ort hineinführt, stehen zwei junge Männer und unterhalten sich. Ihre Blicke und die Körperhaltung wirken wenig aufgeschlossen und freundlich. Wer kann jetzt das sein? Auwitzig, was das ist er? Na, das glaube ich nicht. Das sieht doch kein Reiber aus. Mal sehen, ich... Wo willst du das auf einmal wissen? Hast du den schon mal gesehen irgendwo, den Pasqualini? Kommt der zum Karteln zu dir oder was? Lieber einmal zu vorsichtig, als einmal zu leichtsinnig. Ja, da hast du natürlich recht. Was willst jetzt du? Also, wie gesagt, ich finde diesen Dialekt halt echt super genial. Na, das geht jetzt nicht. Keiner kommt hier nahe oder raus. Ah, du nicht. Das ist eine Anweisung vom Bürgermeister Griesbacher. Hört man schlecht bei euch in der Stadt. Das geht halt nicht. Es hat einen Vorfall gegeben und jetzt gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Nur wer in der Bürgerwehr ist, darf nachts im Ort unterwegs sein. Kimmst morgen früh wieder. Kann man jetzt nichts machen.
Okay, meine Herren, ich versichere Ihnen, ich bin kein Räuber. Aha, und das soll man dir jetzt einfach so glauben? Ja, freilich. Schau, dass du Land gewinnst. Welcher normale Mensch schleicht das so umeinander? Oder hängst am Ende nicht so an deinem Leben? Kommst einfach daher spaziert, er kennt die nicht, ich kenn die nicht, also nah. Ich verstehe nicht ganz. Ist denn etwas vorgefallen? Das ist eine Unverschämtheit der Welt. Ja, mach. Viel Spaß dabei. Wir haben unsere Anweisung. Heute kommt ihr keiner mehr rein. Verschwind jetzt. Sag einmal, wenn er jetzt wirklich von der Regierung ist. Mir ist das jetzt auch wurscht. Ja. Okay, ich will versuchen, mich nachts zum Wirtshaus zu schleichen. Okay. Die Wachen wollen mich nicht in das Dorf lassen. Ich kann aber unmöglich mit leeren Händen zurück in die Stadt fahren. Nach Einbruch der Dunkelheit werde ich einen Weg in das Dorf finden. Vorhin bin ich doch an einer Mühle im Wald vorbeigegangen. Möglicherweise kann ich mich dort an den Wachen vorbeischleichen. Dann muss ich im Ort nur noch das Wirtshaus von Frau Schwendner finden. Jo, Freile, mach mal. Mach mal, wo ist denn da eine Mühle gewesen? Ah, Mühle. Was haben wir da? Eine Bank. So. Okay, bis Sonnenuntergang. Jetzt ist dunkel. Da, ach, da ist eine Mühle. Okay. Das ist aber auch wache. Okay. Also ich bin gespannt, wie, ob sie die Mechaniken der Wachen überarbeitet haben. Weil die waren manchmal ein bisschen zwicklig. Also gut. Da müsste ich runterkommen irgendwie. So. Was, dieses Tor führt auf das Gelände der Mühle. Das ist sicher Privatgrund. Und Wachen scheint es auch zu geben. Ja, egal. Wir machen das Tor auf. Deswegen sind wir da. Das Augesymbol rechts oben zeigt dir an, dass die ein. Was? Achso, dass ich hier eigentlich nicht sein sollte. Es wäre besser, wenn mich die Wachen nicht sehen. Aber mit Steuerung kann ich mich ducken und hinter Gegenständen verstecken. Alles klar. Okay, das Gebüsch mit den weißen Blüten sieht ganz schön dicht aus. Darin kann ich mich sicher verstecken. Sobald ich in Sicherheit bin, erscheint ein Gebüschsymbol im Bild. Gut. Also. Ah ja, okay, ich sehe es. Okay. Mit Shift und Leertaste kann ich schnell sprinten. Allerdings bin ich für die Wachen gut zu hören, sobald meine Ausdaueranzeige von Gelb auf Blau wechselt. Ich sollte in den richtigen Moment abpassen und hinter der Wache vorbeilaufen, sobald sie auf den Fluss schaut. Okay. Dazu muss ich die Wache aber erstmal sehen können. Da, okay. Puh. Also mit Shift und Leertaste. Probier mal aus.
Na, ich darf da nicht mal. Okay, hat funktioniert. Schön, gut. Schau mal da. Hammer und Sichel. Aha, aha. Alles klar. Kann die dann auf? Früher ging es nicht. Und jetzt anscheinend auch noch nicht. Schaut. Ja. Läuft doch bis jetzt ganz gut. Jetzt wird's knifflig. Muss dann über irgendwie. Okay. Ne, die können mich nicht sehen, ne? Oh, ho. Nein! Geht's weg von mir? Gehst du jetzt weg? Nicht genau. Ja, spinne ich jetzt. Da habe ich mir wohl gehört. Möchte ich aber auch mal eine, ne? Puh, okay. Was haben wir denn da, Moment? Okay. Mach mal erstmal das. Weil ich habe das Gefühl, ich werde mich noch mit denen prügeln müssen. Ach nee. So, wie war das jetzt? Ja, und wie komme ich jetzt da ungesehen weiter? Ach, komm schon. Jetzt haben die mich wieder gesehen, warum? Wie komme ich denn jetzt an denen vorbei? Das, ey.
Wie komme ich jetzt an den noch vorbei? Geht's weg? Ich habe keine Ahnung. Okay, ja gut, gut. Dann muss ich an dem vorbeirennen wahrscheinlich. Okay. Ja, spinn ich jetzt. Ja, tust du. Na komm, schleich die. Mich, 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 mich. Hör halt auf, mich zu suchen. Du findest mich doch eh nicht. Ich bin der Meister der Tarnung. Führst du Selbstgespräche? Schleich die. So ist brav. So, bis ich irgendwann mal an dem Wirtshaus ankomme. Okay, der Ort liegt ganz still zwischen Wald und Fluss. Jeder tiefe Atemzug. Jedes Knirschen von Kieseln unter Schuhsohlen wirkt unnatürlich laut. Dort sind Lichter zu erkennen, ein Haus, im Inneren brennen Kerzen. Das ist das Wirtshaus. Hier muss noch jemand wach sein. Wir klopfen mal. Im Wirtshaus ist eine Stimme zu hören, ein Mann spricht. Kathi, danke für den Kaffee, sonst wäre ich sicher wieder eingepennt. Das wär's ja. Unterm Baum pennen, während hier ein Mörder rumläuft. Am Ende hätte ich selbst im Schlaf dran glauben müssen. Okay, wir schauen durchs Fenster. Ich will versuchen, unentdeckt einen Blick durch das Fenster zu werfen. Muss ich euch jetzt das eigentlich vorlesen oder reicht das, wenn ihr das selber lesen könnt? Ich meine, wenn es Englisch ist, verstehe ich es ja. Da versuche ich immer so ein bisschen für euch zu übersetzen, aber... Ich denke, das ist groß genug, oder? Das könnt ihr theoretisch eigentlich selber lesen. Boah. Okay. Oh, ich hasse das. Das ist nur so ein... Ja, okay. Na gut. Prozentige Chance, ja, also. Schande. Wir sind die besten Freunde. Weiter. Okay, der Versuch, unauffällig einen Blick über den Blumenkasten hinweg durch das Fenster zu erhaschen, gelingt. Im Innern des Hauses wischt eine Frau die Tische ab. Währenddessen zieht ein Mann seine Jacke an. Er rückt seine Armbinde zurecht.
Eine solche Binde trugen auch die Wachen am Fluss. Er sollte nicht mitbekommen, dass hier jemand herumschleicht. Es ist besser, sich schnell in der Dunkelheit zu verstecken. Oh mein Gott. Also. Ach, das so funktioniert das jetzt auch hier, ja? Na gut. Irgendwas sagt mir, dass das nicht gelingen wird. Oh. Hey. Der Mann blickt weder nach rechts noch nach links. Zügigen Schrittes eilt er davon. Er scheint nichts bemerkt zu haben. Aber noch ist er nicht außer Sicht. Es wird besser sein, noch einen Moment abzuwarten. Die Schritte werden immer leiser. Nur der Mond wirft ein wenig Licht auf den Ort. Dann ertönt plötzlich eine Frauenstimme. Sie sind der Herr Städter, von dem der Bürgermeister erzählt hat, richtig? Sagen Sie, wie sind Sie denn hier hereingekommen? Sehr richtig, Valentin Schmidt mein Name. Ich nehme an, Sie sind Frau Gschwendtner. Tatsächlich war das gar nicht so einfach. Jetzt kommen Sie erst mal rein, bevor Sie noch einer sieht. Das wird die Burschen gewiss nicht freuen. Sie nimmt dich am Arm, zieht dich in die Gaststube und verriegelt die Tür wieder. Mir juckt die Nase, Freunde. Bestimmt wundern Sie sich, was hier los ist. Normal ist das ja nicht. Auch hier nicht. Aber es ist einer erschlagen worden. Wissen's? Und jetzt laufen alle herum wie kopflose Hühner. Und nachts im Wald ist das eh gefährlich, wissen Sie. Aber Mai, wie schauen Sie denn aus? Ein bisschen mitgenommen. Die Wirtin lässt den Blick vom Scheitel bis Sohle wandern. Ach was rede ich denn immer? Gewiss sind Sie todmüde. Wir unterhalten uns morgen. Kommst, ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. Das ist gleich der Treppe rauf. Zweite Tür, linke Hand. Ich will versuchen, mich nachts zum Wirtshaus zu schleichen. Achso, das ist... Gut, abgeschlossene Aufgabe. Perfekt. Die Zimmertür schließt sich, endlich Ruhe. Das Bett ist zwar hart, aber das macht das Kraut heute auch nicht mehr fett. Neues Level erreicht. Die Nacht war unruhig und kurz. Vor dem Wirtshaus scheint die Sonne unbeirrt auf diesen eigenartigen Ort nieder. Wie ein Nebel liegt eine angespannte Stimmung über dem Dorf. So, neue Aufgabe, was ist hier los? Eigentlich wollte ich nur einen Bericht erstellen, aber im Ort geht offensichtlich gerade alles drunter und drüber. Ich werde zunächst herausfinden müssen, was hier eigentlich los ist, bevor ich mit meiner Arbeit beginnen kann. Mit Sicherheit weiß Bürgermeister Griesbacher mehr. Dann suchen wir den jetzt einmal. Das ist übrigens so der einzige Nachteil an dem Spiel. Das kommt immer darauf an, wie man das natürlich betrachtet. Es gibt sehr viel Text. Wieso stehe ich jetzt direkt vor dem? Das letzte Mal habe ich ihn noch selber suchen müssen. Oh, das finde ich jetzt verscharrt. Warum habt ihr das geändert? Weil auf andere Art und Weise hat man das Dorfmixen schon mal ein bisschen kennenlernen können. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Also das mag ich nicht. Um darauf zurückzukommen, es gibt hier sehr viel Text. Entweder lese ich euch den vor oder ihr lest den selber. Das müssen wir mal gucken. Aber es ist wirklich sehr viel zu lesen hier, ja. Wenn sich das nicht auch geändert hat. Schauen wir mal. Okay, Bürgermeister Griesbacher. Ein untersetzter Mann mit rundem Bauch steht auf dem Dorfplatz. Guten Tag. Sie sind der Herr aus der Stadt, richtig? Ja, sehr richtig. Mein Name ist Valentin Schmidt. Sehr erfreut. Und Sie sind? Vater Griesbacher. Ich bin der Bürgermeister hier im Ort. Jo, danke schön. Freut mich sehr, ja. Sie schickt wahrlich der Himmel. Zögerlich schüttelst du ihm die Hand. Ich kann sich nicht vorstellen, was hier los ist. Da fehlt die Vertonung. Sie können sich nicht vorstellen, was hier los ist. Und das alles gerade jetzt, wo der Rupp weg ist. Der kümmert sich normalerweise um sowas, wissen's? Nein, das kann ich nicht. Tatsächlich hatte ich erhebliche Schwierigkeiten, an Ihrer Bürgerwehr vorbeizukommen. Also, das war, nun ja, Herr
Schmidt, wissen's. Hier am Dorf, das ist nicht wie in der Stadt. Man muss sich hier schon zu helfen wissen. Wenn ich Ihnen kurz erklären darf, das sind ganz brisante Umstände hier. Ein Notfall sozusagen. Also, es ist nämlich ja so. Es hat einen Vorfall gegeben. Einen Mord. Mag man sich ja gar nicht vorstellen. Und jetzt blärt der Spinner der Leubel durch die Gegend, will die Sache selbst in die Hand nehmen, sagt er. Rache will er für den Lenz. Der hat den Verstand verloren. Ich weiß auch nicht so genau, was jetzt durch mich. Mit mir redet er ja nicht. Bitte schön, Herr Schmidt. Helfen Sie mir. Uns allen. Das nimmt uns als Kugels Ende. Das versichere ich Ihnen. Der Bürgermeister sorgt sich um das Vorgehen von Lehrer Leubel. Sie müssen diesen Leubel und seine Bagage zur Vernunft bringen. Bitte reden Sie mit denen. Ihnen hören Sie vielleicht nicht zu. Sie haben mit dem ganzen Schlamassel schließlich nichts zum Tor. Herr Bürgermeister, atmen Sie bitte erst einmal tief durch. Wenn Sie jetzt umkippen, ist uns auch nicht geholfen. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Ich kann mich der Sache schon annehmen, aber was springt dabei für mich raus? Umsonst ist nicht einmal der Tod. Der kostet bekanntlich das Leben. Boah. Wir sind gute Menschen, oder? Wir helfen einfach so. Ach, Herr Schmidt, super, so machen wir das. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Wirklich wahr. Und ein kleiner Rat, sagen Sie dem Leubel nicht unbedingt, dass ich Sie geschickt habe. Wir haben nicht unbedingt das wärmste Verhältnis. Ja, okay, wir sollten Lehrer Leubel nicht verraten, dass wir vom Bürgermeister kommen. Alles klar, ich glaube, das kriegen wir hin. Bürgermeister Griesbacher wirkt angespannt. Immer wieder wirft er kurze Blicke über seine Schulter. Wo finde ich denn den Lehrer Leubel? Hier rechts den Weg runter, Richtung Kirch. Da ist linker Hand die Schule. Da hockt er mit seiner Bagage und schwadroniert. Herzlichen Dank. Also. Du bist mal Bodyguard, hey. So, dann gucken wir mal rechts den Weg runter. Da drüben ist die Kirche. Und hä? Ich bin doch noch nirgendwo hier gelaufen. Ach, was ist denn das? Auf dem Platz vor dem Schulhaus ist kein Laut zu hören. Das schwache Sonnenlicht spiegelt sich in den Fenstern wieder. Ein Windhauch schüttelt die... Ist das überhaupt laut genug? Fällt mir erst jetzt auf nachzuschauen, ja. Ein Windhauch schüttelt die Blätter der umliegenden Bäume und durchbricht die Stille. Bestimmt haben die Männer im Schulhaus den Platz vor dem Gebäude im Blick, aber es zeigt sich niemand. Scharfsinn. Probieren wir es halt mal aus. Okay, läuft. Hinter den spiegelnden Fenstern sind Bewegungen erkennbar. Ganz sicher befindet sich jemand im Schulhaus. Es befinden sich jedenfalls zwei Personen im Gebäude. Okay, Eingangstür scheint verschlossen zu sein. Tür ist offenbar von innen verriegelt. Aus dem Inneren des Schulhauses sind Schritte und Gemurmel zu hören. Wer sind Sie und was wollen Sie? Oh, okay. Mein Name ist Schmidt, ich bin Physikatsberichterstatter und hier im Auftrag der Regierung. Was geht hier vor? Mein Name ist Valentin Schmidt, ich bin eigentlich gekommen, um einen Physikatsbericht zu erstellen. Aber es scheint hier ein Problem zu geben. Ja, machen wir das da. Jetzt unbedingt braucht. Immerhin kein Gendarm. Los werden. Ja. Dann kümmern Sie sich doch um Ihren Bericht und stecken Ihre Nase nicht in fremde Angelegenheiten. Schleichen Sie einer besser, bevor es jetzt doch gleich knallt. Na, wow. Super, und ich hab na, ganz toll. Ja, machen wir das, da habe ich mindestens 32%. Schaut gut aus, schaut gut aus. Ja. Den will er beeindrucken. Nix sagen lassen.
Also weiter. Was wollen Sie denn alleine ausrichten? Wir sind viele und wir sind bewaffnet. Wir lassen uns nicht länger wie Scheißdreck behandeln. So. Woher war's der? Hans Kirgel, sei stark jetzt. Hans Kirgel. Drei gute Leute sind viel mehr wert als 10 schlechte. Außerdem wissen die sowieso nicht, warum ich mit dem Lakaien vom Bürgermeister reden soll. Motz, wir können dem trauen. Okay. Das hat funktioniert. Sehr gut. Das ist eigentlich auch wurscht. Das geht sie trotzdem nicht so. Ich empfehle Ihnen, Sie verkriegen sich im Wirtshaus, bis wir das hier geklärt haben. Ich kenne Sie zwar nicht, aber ich erkenne hier eine himmelsschreiende Ungerechtigkeit, die ich nicht ignorieren kann. Hören Sie bitte, ich muss hier meine Arbeit erledigen, aber dieser unsägliche Konflikt macht das unmöglich. Es herrscht wieder Stille, dann scheinen die Männer kurz zu diskutieren. Knarzende Schritte kommen näher. Mit einem Klack öffnet sich das Türschloss. Im Türrahmen steht ein junger Mann mit strengem Blick. Na gut, Herr Schmidt, ich höre. Aber wenn Sie meinen, dass Sie mich verarschen können, dann haben Sie einen Fall geschnitten. Ich weiß nämlich, dass Sie mit dem Griesbacher geredet haben. Jetzt seien Sie bitte ehrlich. Seien Sie auf deren Seite. Okay. Der Bürgermeister setzt sich für die Belange seiner Gemeinde ein und sorgt für Recht und Ordnung. Natürlich teile ich diese Werte. Ich kenne weder diesen Ort noch seine Leute. Von ihren Zeiten habe ich ebenfalls keine Ahnung. Aber es braucht hier dringend jemanden, der vernünftig bleibt. Für das großkotzige Gehabe von denen da oben hatte ich noch nie viel übrig. Das gilt auch für ihren Provinzbürgermeister. Wir nehmen das Mittlere, würde ich sagen. Das bringen Sie sehr gut auf den Punkt. Sie kennen sich hier nicht aus, darum halten Sie sich einfach raus. Wir klären das untereinander. Na, sei es wie es ist. Wie war Ihr Name gleich nochmal? Und was hat es mit diesen Berichten auf sich? Mein Name ist Schmidt. Ich bin gekommen, um Physikatsberichte zu vervollständigen. Eigentlich muss ich nur ein paar Befragungen durchführen. Mein Name ist Schmidt, ich bin im Auftrag der Regierung gekommen, um die königlich angeordneten Physikatsberichte zu vervollständigen. Mein Name ist Schmidt, Physikatsberichtersteller. Irgendwas muss man ja tun, um Miete und Essen bezahlen zu können. Okay, das Mittel, das kommt wahrscheinlich sehr großkotzig. Das kommt ein wenig zu lala. Ich nehme das erste, glaube ich. Wurden angekündigt. Mein Name ist Leubel, Corbinian Leubel. Ich bin der Lehrer da im Ort. Das mit Ihrem Bericht könnte gerade allerdings etwas schwierig werden. Sie haben sich einen zu äußerst ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht. Es wird wirklich das Beste sein. Sie widmen sich dem guten alten Schlossbergbräu von der Kathi, bis die Angelegenheit geregelt ist. Bei der ganzen Aufregung werden Sie mit Ihren Befragungen gerade ohnehin nicht weit kommen. Falls Sie es noch nicht wissen, letzte Nacht wurde ein unbescholtener Mitbürger erschlagen, mitten im Ort. Und unser feiner Herr Bürgermeister glänzt mal wieder durch Unfähigkeit. Das versteht doch kein Mensch mehr, was der da macht. Absolut lächerlich. Diese Hans Wursten, die auf einmal für ihn die Bürgerwehr spielen. Da kann man doch nur den Kopf schütteln. So eine Zeitverschwendung. Abgesehen davon, dass der das überhaupt nicht darf. Wenn mich nicht alles täuscht, hat nur das Innenministerium die Befugnis dazu. Eben jenes Innenministerium, das auch Sie geschickt haben soll. Wissen Sie von dieser lachhaften Bürgerwehr? Haben Sie das zum Schluss noch selbst genehmigt? Okay, der Bursche ist ganz schön in Rage. Natürlich, ich bin informiert und das Ministerium unterstützt die harte Linie, mit der Ihr Bürgermeister gegen Schwerstverbrecher vorgeht.
Also bestimmt wissen wir davon. Als ob ich so etwas jemals genehmigen würde. Nein, ich gebe Ihnen absolut recht. Völliger Unfug ist das. Boah. Tja, also ich kann mich jetzt auf seine Seite schlagen, auf die Seite vom Bürgermeister schlagen. Oder mich wie den allerletzten Deppen darstellen. Was macht man? Mir schleimen ein bisschen leicht. Ich gebe ihm recht. Okay. Ja, das hätte ich mir schon denken können. Am Ende ist mir aber ganz gleich, wie sie das sehen. Ja, super. Ist geschehen. Und ich sag gerne, das wird nicht der letzte gewesen sein. Der arme Lenz. Der Lenz Klaas, der Sohn vom Schormeier draußen. Den haben sie tot auf der Straße gefunden. Der Lenz war kein Schwächling. Der hätte sich schon zu wehren gewusst. Den muss wer hinterrücks niedergeschlagen haben. Und jeder weiß, wer der Mörder ist. Aber diese feigen Schweine trauen sich nichts zum Unternehmen. Da muss ein End her. Ein Mord und alle schweigen. Aber nicht wir. Wie auch der Lasalle schon gesagt hat, dies ist die Macht des Aussprechens dessen, was ist. Das ist das gewaltigste politische Mittel. Niemand traut sich zu sagen, wer der Mörder ist. Aber nach dem, was an dem Abend passiert ist, braucht mir keiner von denen Mitläufer irgendwas verzeihen. Nun sind wir zum Handeln gezwungen. Und jetzt sage ich Ihnen das zum letzten Mal. Mischen Sie sich nicht ein. Gehen Sie ins Wirtshaus und betrinken Sie sich. Wir werden das bald geregelt haben und dann können Sie Ihre Arbeit machen. Boah. Ausdruck und Körpersprache des Lehrers lassen keinen Zweifel daran, dass er es ernst meint. Chance 41% Scharfsinn. Herr Leubel, darf ich Ihnen etwas vorschlagen? Ich werde den Verdächtigen befragen. Vielleicht kann ich als Ausstehender mehr erreichen. Bitte, Herr Leubel, beruhigen Sie sich doch. Ich flehe Sie an. Geben Sie mir Gelegenheit, diese Sache aufzuklären. Oder mit 24%iger Chance. Herr Leubel, Sie regeln hier gar nichts. Als Regierungsbeauftragter werde ich die Sache klären. Und Sie halten erst einmal die Füße still. Ich probier's. Ja. Aber ewig werde ich nicht warten, das sage ich Ihnen. Wenn Sie bis morgen Mittag nichts erreicht haben, handeln wir selbst. Wenn ich Sie war, würde ich erst einmal mit unserem feinen Herr Bürgermeister reden, bevor der Sie nur einbieselt. Ja. Sagen Sie ihm ruhig, dass wir uns nicht verarschen lassen. Wir sehen uns morgen Mittag. Viel Glück, Herr Schmidt. Bis morgen Mittag. Ja. Ach so, da. Ja, okay, das war genau gegenüber. Alles klar, ja. Ja, ich habe das Dorf nicht mal im Kopf. Das ist. Puh, okay. Also, ich habe bis morgen Mittag Zeit. Ich weiß noch vom letzten Mal. Dass die Zeit hier knapp war. War echt knapp. Also ich darf mal nicht zu viel Zeit lassen, nur damit ich mit dem Bürgermeister reden. Mit dem Bürgermeister. Das bist nur für einer. Ach, ja. Da ist der Bürgermeister. So, Herr Bürgermeister. Bürgermeister Griesbacher wirkt angespannt. Immer wie
Immer wieder wirft er kurze Blicke über seine Schulter. Okay. Gute Neuigkeiten. Ich konnte mit dem Lehrer Leubel und seinen Leuten eine Abmachung treffen. Herr Schmidt, das ist ja der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was ist denn das für eine Abmachung? Zugegeben war der Herr Leubel schon sehr skeptisch, aber ich konnte ihn fürs Erste beruhigen. Morgen Mittag sind wir noch einmal verabredet. Es war ganz einfach, den Herrn Leubel zur Vernunft zu bringen. Ich habe ihm gesagt, er soll die Füße stillhalten und ich kümmere mich um die Angelegenheit. Das hat er akzeptiert. Ne, das Erste ist ja richtig, ne? Ja. Das ist doch wirklich ein Ergebnis. Danke. Ich lege die Sache vertrauensvoll in Ihre Hände. Ich sehe schon, so machen wir das. Sie halten mich auf den Laufenden. Naja. So. Sagen Sie, Herr Griesbach, was ist eigentlich hier los? Und jetzt gingen sich hier gleich alle an die Kurgel. Das ist hier los. Ja, das wissen wir ja schon vom Lehrer. Danke. Entschuldigen Sie bitte schön. Mich nimmt das alles ganz schön mit. Das ist durchaus verständlich, Herr Bürgermeister. Erzählen Sie mir doch bitte ganz in Ruhe, was vorgefallen ist. Ich schlage vor, Sie reißen sich jetzt mal zusammen und erklären mir den Irrsinn in diesem Ort. Machen wir das Erste. Es ist so. Also, zunächst möchte ich an der Stelle gern betonen, dass wir hier friedliche Leute sind. Sowas hat es hier ja noch nie nicht gegeben. Da gibt es praktisch keinen Ärger. Aber manchmal gibt es halt doch einen Ärger. Man ist eben nicht immer einer Meinung. Das werden Sie gewiss auch kennen. Aber das jetzt mit dem Lenz. Natürlich endet nicht jede Meinungsverschiedenheit mit einer Leiche. Nur weil man sich immer streitet, bringt man doch keinen um. Ein bisschen gestritten haben sollt. Und der junge Leubel hätt's gleich an ganz Nord drauf. Das war so klar. Schauen Sie, ich erkläre Ihnen das. Haben Sie gerade einen Moment? Ja, wir hören uns das jetzt an. Selbstverständlich, Herr Schmidt. Selbstverständlich. Gestern Abend, ausgerechnet am Heiligen Sonntag, da hat es einen Streit gegeben. Bei der Gschwindnerkarte im Wirtshaus, da trifft man sich gern nach dem Gottesdienst. Sie sind auch dort untergebracht, wenn ich mich nicht täusche. Wie gesagt, sind wir hier ein anständiger Ort mit rechtschaffenden Leuten. Aber der junge Leubel stiftet immer wieder Unfrieden mit seinen gespinnerten Ideen. Da ist er mir jedes Mittel recht. An dem Abend hat es mal wieder so eine Diskussion gegeben. Die ist ein bisschen hitziger geworden. Ich glaube, die werten Herren haben recht viel Schnaps erwischt, wenn sie verstehen. Jedenfalls sind sich unser lieber Pfarrer Bayerle und der junge Leubel recht angegangen. Es ist ein bisschen persönlich geworden, muss ich sagen. Eigentlich wird dann der Rupp dazwischen gehen. Der ist hier sowas wie der Dorfpolizist. Und jetzt hätte man ihn einmal brauchen. Und er ist nicht da. Der hält schon immer zum Pfarrer auch. Gar nicht, weil die so viel miteinander zu tun haben. Aber das sind eben beides Männer mit Anstand. Für die zwei lege ich meine Hand ins Feuer. Und der junge Leubel hat einfach Kurur nicht geben wollen. Dann hat sich der Lenz auch noch eingemischt. Das hat er gerade noch gefällt. Der Schorsch hat es dann so nicht stehen lassen wollen. Der Schorsch ist eigentlich ein Netter. Der hockt da gern in der Wirtschaft. Gestern auf Nacht da, ja. Jedenfalls ist es dann körperlich geworden. So sind die nämlich. Tun immer so intellektuell und am Ende wird nachher doch mit die Fäuste gesprochen. Also, das war jetzt keine Schlägerei oder so. Nicht, dass sie was Falsches denken. Ein bisschen gerangelt haben's. Eigentlich alles halb so wild. Das war gleich wieder vorbei. Die vernünftigen Leute sind nachher warm. Das hat schon gelangt dann. Andere sind nur blim. Haben nur mehr Bier trinken wollen. Der Lenz auch. Und am nächsten Morgen liegt der Lenz da drüben in der Pfützen. Und das Geschoss ist groß. Der Leubel rennt da umeinander und beschuldigt Leid. Beruhigt sich gar nicht mehr. Sie müssen mir helfen, sonst gerät das Ganze außer Kontrolle. So, na gut, das scheint sich schließlich nicht vermeiden zu lassen. Gut, Herr Griesbacher, ich werde mich der Sache annehmen. Eine Hand wäscht die andere. So. Gut, ganz gut. Genauso machen wir das. So. Wer genau war denn in diesem Streit im Wirtshaus involviert? Es ist ja so. Ich habe es Ihnen ja bereits gesagt. Das ist ein anständiger Ort hier. Hier sind anständige Leute. Traditionsbewusst, unserem König treu untergeben und gotteshürdig. Aber manche Leute hier meinen, das wäre nicht gut genug. Der
Löwel, also der Junge, nicht der Vater, den haben sie zum Studieren in Stort geschickt. Jetzt ist er wieder zurück mit lauter Flausen im Kopf und sorgt dauernd für Unruhe. Red ständig an Schmarrn von Ungleichheit und Revolution. Hetzt die Leid auf. Dabei geht's uns doch gut. Gerade er braucht sich gleich gar nicht beschweren. Oh, okay. Ich mein, Lehrersohn und jetzt selber Lehrer. Einen gescheiten Beruf hat er lernen können. Studieren hat er dürfen. Aber da merkt man schon, dass er sich auch nicht alle schlauer macht. Zum Schluss gibt er seine haarsträubenden Ideen nur an die Kinder weiter. Stellen Sie sich diese mal vor. Das möchte man sich natürlich kaum ausmalen. Aber kommen wir doch nochmal zu dem Streit im Wirtshaus. Das könnte man eigentlich nur begrüßen. Aber was war denn nun mit dem Streit im Wirtshaus? Okay. Machen wir das doch. Na, klar, der Streit. Wie gesagt, wir sind ja anständige Leute. Aber manchmal gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Gerade wenn ein bisschen Bier im Spur ist. Ich glaube. Das geht auch einmal durcheinander. Aber der Löbel, also der Junge, der hat den Hans Giergel, den Severin, unseren Herrn Doktor hier und den Lenz für sich und seine gespinnerten Ideen gewinnen können. Der Schormeier, also der Vater vom Lenz, sieht es nämlich alles ganz anders. Wer so wie der Herr Pfarrer oder unser Polizist hier oder der Kleinhuber Bauer oder auch ich selbst, ehrlich gesagt. Ja, der Severin, der Seth, oh, wer ihn kennt, oh, wisst Bescheid. Aber ich habe mich da gar nicht einmischen wollen. Mit der Streit noch vorn, bin ich gleich warm. Ich habe eh schon einen Schädel gehabt. Das habe ich wirklich nicht mehr gebraucht. Deswegen weiß ich gar nicht, wie genau das weitergegangen ist. Da müssen Sie mit den anderen reden, bitteschön. Die gehen sich beide an die Gurgel, ich sag's ja einer. Unser Herr Pfarrer, ein guter Mann, ist schon ganz aufgebracht. Und der Löbel, der will einfach keine Ruhe nicht geben. Sie haben ihn ja erlebt. Ich komme ja gar nicht mehr durch zu dem. Kein Anstand, kein Respekt vor Autorität. Na, bitte reden Sie mit den Leuten. Bevor hier noch was Schlimmeres passiert, mag sich doch keiner vorstellen, sowas. Verstehe. Ich sehe, was ich tun kann. Das mach mal. Okay. Gut. Okay. Aber Leute, wir haben eine gute Aufnahmezeit. Also ich schaue, dass ich die Parts von dem Spiel immer so, ja, sagen wir maximal eine Stunde lang mache. Das geht doch ein bisschen länger, das Game. Und damit das nicht hier unzählige Parts werden, würde ich sagen, schauen wir immer so eine Stunde ungefähr. Das heißt, an dem Punkt hier mache ich jetzt zum ersten Mal Schluss. Ich hoffe, euch hat es bisher gefallen. Es war halt sehr viel Text, wir haben noch nicht sehr viel gesehen. Trotzdem hoffe ich, der erste Eindruck gefällt euch. Wenn ja, lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu dabei seid, dürft ihr gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns natürlich auch dann zum nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif, bleibt mir treu und ciao, ciao.